Was könnte ich Ihnen erzählen, bevor dass ich hier schon wieder zu still werde? Muss ich eigentlich direkt überlegen. Hätte ich mir eigentlich vorher überlegen sollen, bevor dass ich die Aufnahme starte. Aber ich will immer dann einfach aufnehmen und dann hoffe ich immer, dass mir irgendwas einfällt. Leider hoffe ich da immer zu sehr drauf, dass es wirklich funktioniert. So. Dann haben wir die Wand auch bald draußen. Leider wird es noch ewig hier dauern, glaube ich. Wird doch extrem groß hier alles. Aber sobald ich ungefähr die Entfernung oder die Tiefe habe, dass ich das Tor aufstelle, dann stelle ich es auf. Und dann baue ich nach und nach hier unten aus. Bis ich es halt irgendwann so habe, wie ich es haben will. Aber zumindest Cobblestone haben wir dann wirklich mal genug. So. Hoppala, ich habe wieder vergessen, dass ich mir meine Maus umstelle, so wie ich sie brauche. Das mache ich mal kurz. So. Dann läuft das hier ein bisschen schöner, wenn hier alles optimal eingestellt ist. Oh, da ist schon wieder eine Spitzhacke kaputt. So, ich dürfte mir hier mal mit dem Schnitzel einverleiben. So, schon viel besser. Man muss ja hier nicht hungernd rumhängen. Total entkräftet die Spitzhacke hier in den Stein hämmern. So. Vorbereitungen fürs 300er Special laufen auch schon. Würde ich jetzt mal so behaupten. Eigentlich die größte Ding ist eigentlich, die größte Vorbereitung ist hier eigentlich, dass ich hier aufnehme. Weil dann geht es hier alles mal voran. Weil ich muss mir für die ganze Sache mal wieder Luft, extreme Luft reinproduzieren. Dass ich für die ganze Sache dann genügend Zeit habe. Mal wieder. So. Und ja, wenn ich die Zeit drin habe, dann kann ich sie auch aufnehmen, die 300. Ich will natürlich noch nicht verraten, was gemacht wird. Aber ich lasse mir natürlich immer was für euch einfallen. Nicht, dass es euch irgendwie langweilig wird oder was. Ihr freut euch ja ungefähr genauso wie ich auf die 300 immer. Oder auf eine runde Minecraft, nenne ich es jetzt mal. Und natürlich mache ich dann immer was. Hat man ja auch nicht alltäglich, dass man eine runde Minecraft zusammenkriegt mal wieder. Und dann will man natürlich was bieten. Aber mittlerweile geben wir auch ein bisschen die Ideen aus, was ich zu den runden Minecrafts machen könnte. Aber solange ich noch Ideen habe, mache ich es auch natürlich. Scheiße. Ich wollte hier nicht in die Decke hämmern. So, blub. Zugemacht. Ich könnte mal wieder Licht ins Dunkel bringen. So, die Fackeln hoffe ich brauche ich bald nicht mehr, wenn ich hier mit allem fertig bin. Hoffe ich. So. Es wird hier schon verdammt groß. Aber das gefällt mir so. So. Dürfen wir aber eh bald die Tiefe erreicht haben, die wir wollen. Und ja, dann stelle ich das Tor mal auf. Muss es natürlich noch entfachen, weil sonst wird es ein bisschen gar blöd. So. Haben wir das gleich. Haben wir wieder zwei Reihen weg. Muss ich dann direkt mal gucken, ob es dann schon reicht oder nicht.
Wenn es noch nicht reicht, muss ich halt noch ein bisschen nachhelfen. Aber ich glaube, es reicht dann bald. So. Nehme ich die kurz noch weg. So, kurz geguckt. Ja, ja. Könnte man sich eingehen lassen. Von der Tiefe her. Oh mein Gott, habe ich jetzt einen Haufen Pflastersteine hier. Hoppala, den Kies packe ich hier mal nicht rein. So. Jetzt glaube ich, darf ich wirklich mal anfangen. So. So. Ist das die Mitte? Oh. Sieht nach Mitte aus. So, jetzt hebe ich das hier mal so provisorisch aus. Das dürfte dann auch fürs Erste reichen. Schöne Plattform. Eine schöne platte Forme wird das mal. Ich bin dann natürlich noch lange nicht fertig. Das ist alles noch nicht final. Da kommt natürlich noch einiges mehr Stein aus dem Berg. Aber ich will halt schon mal das Tor hinsetzen, dass wir hier wirklich in den Nether kommen. Dass ich auch den Raum wirklich gleich so bauen kann, wie ich ihn haben will. Ja, für das brauche ich ja doch ein bisschen Netherrack. Den wir uns natürlich noch herauszimmern müssen. So, 3, 4. Eine Reihe muss ich noch. So. Dann haben wir es gleich. Dann haben wir gleich den Platz vorbereitet fürs Törlein. So, egal welche Geräusche es gerade waren, ist mir schnurz. So. Ein bisschen heller leuchten. Dann will ich ja doch hier noch ein bisschen länger überleben. So. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Dann muss ich hier 2 raushauen. Kommt hier das Obsidian zur Hand. Ich hoffe, ich kann es noch. So, ein Hilfsblock. Will er kein Obsidian verschwenden. Ja, sieht richtig aus. Jetzt brauche ich nur noch ein Feuerzeuglein, um die ganze Sache zu entzünden. Das Obsidian packe ich mal hier rein. Das nehme ich mit. Schwertchen zur Hand, damit uns nichts anfallen kann oder nichts töten kann. Ist ja schon wieder mitten in der Nacht. So, mit unserem super geil leuchtenden Schwert. Wow. Immer diese lachenden grünen Gesichter. Hörst du auf? So, laufen wir mal geschwind dran vorbei. Und hoffen, dass hier oben nichts mehr auf uns wartet. So, so. Juhu, Sicherheit. So, aber jetzt legen wir uns erstmal hin.
So, hingelegt, dann ist Ruhe. Dann überleben wir es. Ja. Müssen wir zwar wieder mal ein paar Levels hinbekommen. Habe ich eigentlich schon Feuerzeug gemacht? Wohl eher nicht. Für was denn auch? Nö, ich glaub's nicht. So, mal gucken. Hier haben wir noch Eisen herinnen. Nehmen wir mit. Packe ich hier die 23 drauf. So, wie ist denn das nochmal gegangen? So. So. Nee. So war es. So, dann haben wir ein Feuerzeug. Geht's in unsere Rüstung eigentlich? Ja, geht eigentlich noch einigermaßen. Rennen wir halt wieder zurück und entzünden die ganze Sache und dann gucken wir mal, wo wir im Leder schön rauskommen. So, Creeper, komm her. So, danke für die Erfahrungskügelchen. In unsere, naja, zusammengeschusterte Kirche rein. So, jetzt muss ich aber hier mal weiter drücken. Ich habe wirklich weiter gedrückt. Nicht wieder zurück. Ist immer ein bisschen schwierig, das herauszufinden. So, hinab. Hoffen, dass hier nichts gespawnt ist. So, und hoffen, dass wir an der schönen Ecke rauskommen. Zap. Da brennt das Törlein. Und natürlich steigen wir sofort hindurch. Okay, ein paar Spitzhacken könnte ich mir noch machen. Ein paar. Wo sind meine Stickies? Hier sind sie ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Drei Stück dürfen mal wieder fürs Erste reichen. Und wenn es ist, Holz für eine Workbench haben wir auch. So, und hindurch. Blablabla. So, ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Ehrlich gesagt, ich bin total gespannt. So. So, hallo Framerate. Sieht eigentlich hier recht geschützt aus. So. Ist aber eigentlich auch recht geschützt hier. So. Ist eigentlich eine coole Ecke hier. So. Eigentlich ideal. Für alles hier. Ah, lässt sich das schön abbauen. Es macht da direkt Spaß. Dann können wir unseren Raum verkleiden, wie ich will. Ist irgendwas anders? Ah, das Soul Sand, den will ich nicht. Ich brauche nur den Meta-Dreck hier. Wagen wir uns ein bisschen raus hier. Weil ich wissen will, wie es hier in der Nähe aussieht. Ohne dass mich hier irgendwas tötet. Ja, sehr interessant. Warte mal. Voll hell gestellt. Wah. Das war knapp. Hier sieht es ein bisschen dunkel aus. Aber angenehme Ecke hier. So,
So ein Ding wäre halt cool gewesen. Oh, ich habe einen Rückweg. Die greifen mich ja nicht an. Hinten wäre Glowstone. Hallo?